Hallo und herzlich willkommen hier auf Flurelda.de. Ihr habt euch hier reingeklickt, weil ihr die Lösung mit der Aufgaben zum Schneiden von Geraden mit eurem vergleichen möchtet. So, wir sollten in der Aufgabe die Gerade H mit den Geraden G1 bis G4 schneiden. Das erste, was man immer macht, man schaut sich den Richtungsvektor an und guckt, ob man linear das Vielfache davon ist. Schräge, minus 2, 0, minus 2 und 1, 0, 1. Der Faktor minus 2 führt den einen Vektor in den anderen über. Das heißt, diese Gerade G1 und H sind entweder identisch oder parallel. Identisch werden sie dann, wenn ich zum Beispiel den Punkt 2, 1, 0 mit dieser Geraden hier ausdrücken könnte. Also er müsste auf der Geraden selber liegen. Wir sehen aber hier, alle Punkte auf der Geraden H haben in der x2-Komponente immer die 2 stehen. 2 plus r mal 0, das heißt, da steht immer, egal was ich für r einsetze, die 2. Der Punkt 2, 1, 0 hat aber als x2-Komponente die 2. Somit liegt der Punkt garantiert nicht auf der Geraden H. Das heißt, G1 ist parallel zur H. Beim Beispiel B, der Geraden G2, sehen wir sofort, das ist kein Vielfaches der Richtungsvektor. Somit müssen wir das Gleichungssystem mal aufstellen. Wir haben also stehen 2 plus t, die x1-Komponente von g2, ist gleiche wie 1 plus r. Für die x2-Komponente gilt 1 plus t mal 2, also 1 plus 2t soll 2 sein. Und die dritte Komponente steht hier nur noch 2t ist gleich r. Wir sehen sofort hier, r ist 2t. Und hier oben können wir nach 2t auflösen. Einfach minus 1, das heißt 2t gleich 1. Somit ist t gleich 1/2. Wenn t 1/2 ist, 2 mal 1/2, 1. Wenn wir das jetzt überprüfen und in die erste Gleichung einsetzen, sehen wir gleich, dass es schief geht. Denn 2 plus 1/2 sind 2/2 und 1 plus 1 sind 2. Das Einsetzen klappt also nicht. Wir haben keinen Schnittpunkt. G2 schneidet H nicht. G2 ist also windschief. Zu H. Wir haben keinen Schnittpunkt und sie sind nicht parallel. Gucken wir uns das Beispiel C an. Wir gucken uns wieder den Richtungsvektor an, 2, 0, 2, und sehen sofort, dass wir ein Vielfaches von 1, 0, 1, nämlich genau das Doppelte. Das heißt, wir haben wieder die zwei Möglichkeiten, parallel oder identisch. Dieses Mal hat unser Stützvektor in der x2-Komponente tatsächlich die 2 stehen. Das heißt, es wäre möglich, auf diesen Punkt zu kommen. Wir müssten also hier oben r gleich 1 wählen, damit wir die x3-Komponente schaffen. Und wenn ich r gleich 1 wähle, steht hier 1 plus 1 ist 2, 2 plus 0 ist 2 und 1 plus 0 plus 1 ist 1. Somit ist g identisch zu h. G3 und h identisch. Nun zum letzten Beispiel, der G4. Wir sehen minus 1, 0, 1, das ist kein Vielfaches von unserem Richtungsvektor von h. Somit müssen wir wieder das gleiche System lösen. Also 2 minus v ist gleiche wie 1 plus r. 2 plus 0v ist gleiche wie 2. Und 1 plus v soll es gleiche sein wie r. Ihr seht hier schon, eine unserer zwei Gleichungen fällt im Prinzip raus, weil 2 ist immer 2. Da steht überhaupt keine Variable mehr drin. Das heißt, unsere Probe fällt in dem Fall nachher weg. Wir müssen nur mit der Gleichung 1 und 3 arbeiten.
1 plus v gleich r können wir also direkt schon einsetzen, also 3 in 1. Dann haben wir 2 minus v ist gleich 1 plus 1 plus v. Also steht hier 2 minus v ist gleich 2 plus v. Minus 2, hier steht minus v gleich v. Wir können jetzt noch plus v machen, sehen dann 0 ist gleich 2v. Oder wir wissen, naja, die Zahl soll gleich ihrem Negativen sein. Das geht natürlich nur für v gleich 0. V gleich 0, das heißt, unser Schnittpunkt ist identisch zu diesem Stützvektor 2, 2, 1. Wäre in dem Fall also unser Schnittpunkt.